Ja, liebe Freie Demokraten, wir haben diesen Parteitag unter das Leitantragsthema Klimaschutz gestellt. Aber bevor ich im Detail auf unseren Antrag eingehe, will ich die Gelegenheit nutzen, hier noch mal drei Bemerkungen vor der Klammer zu machen. Wir sind weniger als zwei Monate vor einer Europawahl. Und unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind schon dabei, und wir alle sollten in den nächsten Wochen spätestens anfangen, mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber zu reden, was den Unterschied macht bei welcher Partei. Und ich finde, in den letzten Wochen konnte man, und die drei Bemerkungen will ich mit Ihnen teilen, die drei Gedanken, konnte man an verschiedenen Debatten ganz exemplarisch und ganz eindeutige Haltungsunterschiede zu all unseren demokratischen Wettbewerbern erkennen. Und ich will anfangen mit der SPD. Sie wissen, wir werben bei dieser Europawahl dafür, dass Europa bei den Feldern, wo wir als Europäer gemeinsam agieren müssen, stärker wird, integrierter wird. Und ein ganz konkretes Beispiel dafür ist die Außen- und Sicherheitspolitik, um es konkret zu machen, eine europäische Armee, die wir Realität werden lassen und nicht nur davon irgendwann für ferne Zukunft reden, wie das die Bundeskanzlerin kürzlich in Straßburg getan hat. Wenn das aber gelingen soll, dass Europa auch verteidigungspolitisch enger zusammenarbeitet, dann ist eines klar. Dann geht das nur, wenn damit auch konkrete finanzielle Verantwortungsübernahme einhergeht. Und deshalb ist es so unglaubwürdig, wenn man für eine europäische Armee auf der einen Seite wirbt und gleichzeitig die Große Koalition in Berlin es nicht mal schafft, Zusagen einzuhalten, wenn es um die transatlantische Verantwortungsübernahme geht. Und ich bin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bijan Dzirsaray und Alexander Graf Lambsdorff sehr dankbar, dass Sie das dieser Tage für die Freien Demokraten sehr deutlich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, dann muss man sich aber auch fragen, warum tut sich die Große Koalition eigentlich so schwer damit? Und nach meinem Gefühl, wir alle wissen ja, es ist in Wahrheit die SPD, die damit Schwierigkeiten hat, konnte man bei einem Beschluss der Berliner SPD vor einigen Tagen genau erkennen, worum es geht. Es geht nämlich in Wahrheit um Unbehagen gegenüber der Bundeswehr an sich. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber die Berliner SPD, eine Regierungspartei dort im Land, die hat allen Ernstes beschlossen, dass sie Jugendoffizieren künftig den Zugang zu den Schulen verweigern wollen. Warum? Mit der Begründung, die in die Schulen gehen und für die Bundeswehr Werbung machen, das solle nicht gehen. Liebe Freie Demokraten, ich finde es wichtig, dass wir deutlich machen, wer davon redet, in den Schulen solle keine Werbung gemacht werden können, der hat erstens nicht verstanden, was die konkrete Aufgabe der Jugendoffiziere der Bundeswehr ist, aber der hat vor allem... Der hat vor allem nicht verstanden, was die Bundeswehr ist. Die Bundeswehr ist nicht irgendeine Institution, sondern ist dies eine Parlamentsarmee, die nur dann in Einsätze geht, wenn wir das demokratisch in diesem Land beschließen. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die riskieren ihr Leben für alle von uns und für die Freiheit unserer Republik, und die haben Respekt verdient und nicht solche Beschlüsse der Sozialdemokraten in Berlin. Das ist ein klarer Haltungsunterschied zur SPD. Man konnte in den letzten Wochen aber auch einen klaren Haltungsunterschied zu den Grünen erkennen. Liebe Freundinnen und Freunde, vor nicht mal zwei Wochen war ein sogenannter Parteikonvent der Grünen. Und da konnte man vor dem Hintergrund der heutigen Enteignungsdemonstration, die wir in Berlin ja erleben, auf die wir heute schon eingegangen sind, konnte man Interessantes lesen. Nämlich da wurde auf dem Parteikonvent der Grünen gesagt, Wohnen, das sei ja kein Markt. Das sei ein Grundrecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstens kann man Grundrechte auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten erbringen. Vor allem zeigt es aber, dass ganz wesentliche Ursachen der Mietschwierigkeiten in den großen Städten nicht verstanden wurde. Das ist das kleine Einmaleins. Deswegen hilft auch gegen die hohen Mietpreise nur bauen, bauen, bauen. Weil es eben ein Markt ist, wo eine ganz einfache Regel gilt. Nämlich, wenn das Angebot höher ist, dann sinken die Preise. Und das kann man eigentlich, um das zu verstehen, braucht man nur ein paar Stunden im Schulfach Wirtschaft belegt haben und nicht mal ein Philosophiestudium. Das zeigt aber, dass ganz wesentliche Fragen, wenn es um die finanzielle Seite der Freiheit geht, bei den Grünen Kollegen nicht verstanden worden sind, liebe Freie Demokraten. Und das erkennt man eben auch, wenn es um andere wirtschaftliche Seiten der Freiheit geht, über die wir in dieser Europawahl diskutieren. Nämlich
um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Globalisierung und wie gehen wir eigentlich mit Freihandel um. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Die Grünen haben vor einigen Wochen ihre Kampagne vorgestellt zur Europawahl. Und die plakatieren jetzt, ich zitiere, eine mutige Gesellschaft lässt sich keine Angst machen. Das plakatieren die in diesem Europawahlkampf. Wissen Sie noch, was die beim letzten Europawahlkampf plakatiert haben? Da haben die mit schäbigsten Ängsten gegen TTIP polemisiert. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Freie Demokraten, eine solche Partei, die versteht eben nicht die wirtschaftliche Dimension der Freiheit. Und deswegen sollten wir in diesem Europawahlkampf rausgehen und sagen, wir sind stolz auf unsere Parteifreundin Cecilia Malmström, die gerade die größte Freihandelszone der bisherigen Welt geschaffen hat mit JEFTA. Und wir werben für Freihandel, gerade in Zeiten von Trump, auch bei dieser Europawahl. Das ist ein klarer Unterschied zu Bündnis 90 und den Grünen. Und das Letzte, was ich gern sagen würde, betrifft natürlich unseren dritten Wettbewerber, das ist die Union, sind CDU und CSU. Wir haben heute ja schon uns darüber unterhalten, was die richtige Antwort auf den neuen Systemkonflikt mit China ist. Ganz sicher nicht deren Industriepolitik zu korrigieren. Aber ich finde, angesichts der Innovationsstärke der Chinesen, wo wir uns ja schon die Frage stellen, ob wir zum Beispiel chinesische Technik überhaupt raushalten können aus 5G, weil die so innovativ sind. Da ist doch eines noch mal deutlicher, als es bisher schon war. Vor allem müssen wir doch in Deutschland und in Europa endlich wieder anfangen, eine Politik zu machen, die sich heute fragt, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, damit es uns in 10, 15 Jahren besser geht als heute und wir wirtschaftlich stärker sind als heute. Und da müssen wir die Union auch nicht davonkommen lassen. Das ist nicht nur ein Unterschied zu SPD und Grünen, sondern das ist vor allem ein Unterschied zur zukunftsvergessenen Politik der Großen Koalition in Berlin. Ich sage mal, gerade bei dem Feld, für das ich in der Bundestagsfraktion Verantwortung habe, nämlich bei der Rente. Die geben Geld aus, als gäbe es kein Morgen und haben im letzten Jahr schon ein Rentenpaket verabschiedet. Da ist die Grundrente, die neue Idee von Hubertus Heil, noch gar nicht mit eingerechnet. Dass erstens die Rentenformel zulasten der Jüngeren manipuliert und zweitens in Zukunft unbezahlbar wird. 2030 zusätzliche Ausgaben von 68 Milliarden Euro. Nicht insgesamt, sondern pro Jahr. 2035 zusätzliche Ausgaben von 80 Milliarden Euro. Das wären mal eben 6% Mehrwertsteuererhöhung. Nicht insgesamt, sondern pro Jahr. Und hat irgendein Vertreter des sogenannten Wirtschaftsflügels der Union dagegen gestimmt? Jens Spahn, Paul Ziemiak, Carsten Linnemann? Nicht einer. Das zeigt doch, dass wir in der Politik endlich wieder in Jahrzehnten denken müssen und nicht in Legislaturperioden. Und da ist nur auf eine Partei Verlass, die Freien Demokraten, ganz sicher nicht auf CDU und CSU. So, und damit beim Thema Generationengerechtigkeit bin ich auch bei unserem heutigen Leitantrag. Denn Generationengerechtigkeit hat für uns nicht nur eine wirtschaftliche Dimension, sondern sie hat immer schon auch eine ökologische Dimension. Und deshalb ist es auch richtig, was Joachim Stamp heute gesagt hat, dass wir diesen Leitantrag nicht kurzfristig, aus kurzfristigen Motiven uns entschieden haben, ihn zum Schwerpunktthema heute zu machen. Aber es ist schon richtig, dass die aktuelle klimapolitische Diskussion vor dem Hintergrund von Fridays for Future, vor dem Hintergrund der Grünen deutlich macht, woran die klimapolitische Debatte in Deutschland krankt. Und da wollen wir heute mit unserem Leitantrag, wenn Sie zustimmen, auch einen Gegenpunkt setzen. Nämlich, es wird von interessierter parteipolitischer Seite versucht, dass die Reaktion auf die Menschheitsaufgabe Klimawandel ein Streit über das Ob wäre. Daran haben die ein Interesse, weil sie so tun wollen, dass es nur einzelne Parteien, ich sage konkret eine Partei gibt, die sich um den Klimawandel kümmert. Wir wollen heute das Signal setzen, dass endlich Schluss sein muss in der öffentlichen Debatte mit diesem angeblichen Streit um das Ob. Und wir kommen müssen zum Streit um das Wie, weil Klimaschutz in Deutschland besser gemacht werden muss, als er heute gemacht wurde, liebe Freie Demokraten. Und beim Bessermachen, das muss man auch so offensiv sagen, da gibt es erheblichen Bedarf. Fangen wir doch mal bei der Großen Koalition in Berlin an. Da hat man ja den Eindruck, dass flugunfähige Regierungsflieger der strategische Beitrag zur Reaktion auf den Klimawandel sein wollen. Deutschland verpasst nicht nur, gibt nicht nur so viel Geld zur CO2-Vermeidung aus wie kein anderes Industrieland in der Welt,
sondern die Große Koalition ist auf dem Weg, nicht in einem ihrer Felder ihres sogenannten Klimaschutzplans die eigenen selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Nicht in einem einzigen kann die Große Koalition selber erreichen, was sie sich klimapolitisch vorgenommen hat. Und das macht deutlich, Klimaschutz muss besser werden, liebe Freie Demokraten. Und deshalb brauchen wir andere Vorschläge. Und die wollen wir heute vorlegen. Aber nicht, um das auch deutlich zu machen, bitte nicht so, wie die Grünen das wollen. Die Grünen wollen ja in Wahrheit den Irrweg der Großen Koalition noch fortsetzen und mehr Gas geben. Wenn man auf dem Weg in eine Sackgasse ist, dann hilft es aber nicht, mehr Gas zu geben. Dann fährt man nur schneller vor die Wand. Und deshalb wollen wir mit diesem Antrag feststellen, dass wir drei Dinge weniger in der deutschen Klimaschutzpolitik brauchen. Wir brauchen weniger planwirtschaftliche Detailsteuerung, wir brauchen weniger Symbolpolitik und weniger Verbotsdebatten. Wir brauchen mehr marktwirtschaftliche Instrumente, wir brauchen mehr Wirksamkeit und mehr Innovation. Das ist der klimapolitische Anspruch der Freien Demokraten, liebe Freundinnen und Freunde. Und so viel selbstkritische Bemerkung ist hier dann aber auch angemessen. Den müssen wir bekannter machen. Den müssen wir bekannter machen. Wir sind stolz auf unsere Tradition mit Hans-Dietrich Genscher als erstem Umweltminister. Aber ich will eine Anekdote mit Ihnen und mit euch teilen, die eben deutlich macht, dass wir noch stärker kommunikativ darstellen können, wofür wir in diesem Politikfeld stehen. Ich erinnere mich an den Neumitgliederkongress im letzten Herbst. Da hatten wir volles Haus. Wir laden einmal im Jahr alle Neueintritte in die Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen zu einer Veranstaltung in Düsseldorf ein. Und da meldet sich ein Neumitglied, ein weibliches Neumitglied, was bei uns ist und sagt, also sie ist jetzt hier bei den Freien Demokraten und es gefällt ihr gut, was sie alles hier gehört hat, aber sie wolle auch mal ehrlich sagen, sie frage sich noch, ob sie hier richtig ist, weil ihr sei wichtig, dass der Klimawandel ernst genommen werde und sie frage sich, welche Antworten die Freien Demokraten darauf geben. Und danach geht Alexander Graf Lambsdorff nach vorne und erklärt, was unsere inhaltlichen Antworten in diesem Politikfeld sind. Und es gibt Applaus und Zustimmung im Publikum, aber es meldet sich dann ein zweites weibliches Neumitglied und sagt, das sei ja alles schön und gut, was man da hören würde, aber wenn sie ganz ehrlich einen Eindruck schildern sollte, darüber könnten wir noch deutlicher und lauter sprechen in der Öffentlichkeit, denn das wissen zu wenig Bürgerinnen und Bürger. Und so viel Selbstkritik sei hier auch erlaubt, dass wir noch besser werden können. Und deshalb haben wir uns entschieden, das heute in den Mittelpunkt unseres Parteitags zu stellen und Ihnen ein wirklich umfassendes und substantiiertes Papier vorzulegen, was dem Anspruch einer Regierungspartei entspricht, dass eben die eben hier in Nordrhein-Westfalen unter anderem auch den Energieminister stellt. Und ich will jetzt nicht auf jedes Detail des Antrags eingehen, nur drei ganz konkrete Punkte einmal herausgreifen. Erstens der europäische Emissionshandel. Der Emissionshandel wird selbst von dem Nobelpreisträger, der als der Erfinder des 2-Grad-Ziels in der Klimapolitik bezeichnet wird, als der Königsweg zum Klimawandel benannt, zum Klimaschutz. Den Emissionshandel wenden wir aber gar nicht in allen CO2-relevanten Sektoren an. Stattdessen hat Deutschland ein Chaos an Detailregelungen geschaffen, die planwirtschaftlich bis ins kleinste Detail eingreifen wollen, am Ende noch Tempolimits verabschieden und die zu einem führen, nämlich, dass nicht nur ein zentrales Ziel im Mittelpunkt steht, nämlich, wie können wir möglichst günstig und möglichst effizient CO2 vermeiden. Und deshalb unser Vorschlag, weg mit dem Chaos an Detailregelungen und ein wirksamer Emissionshandel, der in jedem Bereich gilt, dann kann man nämlich das wirksamste Instrument, was es in der Politik überhaupt gibt, zur Geltung bringen. Und das ist Marktwirtschaft, liebe Freie Demokraten. Und deshalb ist das unser Weg in der Klimaschutzpolitik. Zweiter Punkt, ganz konkrete Hausaufgabe für uns hier in Nordrhein-Westfalen, für unseren Energieminister Andreas Pinkwart. Die Vorgängerregierung hier im Land, die war stark bei Symbolmaßnahmen. Klimaschutzgesetz in NRW. Als ob man das Klima alleine in Nordrhein-Westfalen retten könnte, wo vor allem symbolische Handlungen drin standen. Wir sagen, die Rolle von Nordrhein-Westfalen muss doch sein, als Energieland Nummer 1 dort technische Durchbrüche zu erreichen, wo die Knackpunkte sind. Deswegen schlagen wir hier ganz konkrete Maßnahmen vor. Eine Innovationsplattform, emissionsfreies Fliegen, damit wir eben vorankommen dabei, dass der Flugverkehr irgendwann nicht mehr zulasten des Klimas geht auf der Welt. Und zum Beispiel endlich eine Speichertechnologie im Rheinischen Revier, die Andreas Pinkwart hier vorschlägt, die dafür sorgt, dass wir endlich auch Erneuerbare dann nutzen können und die daraus erzeugte Energie nutzen können, wenn mal der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das sind die wahren Knackpunkte in der Klimapolitik und die muss man technisch lösen. Und deshalb machen wir Vorschläge, hier voranzukommen, liebe Freie Demokraten. Und drittens und letztens
eine Haltungsfrage. Und so ist Schaffen wir ein neues Klima dann eben auch im übertragenen Sinne gemeint, als Titel dieses Leitantrages. Es geht nämlich nicht nur um politische Maßnahmen, sondern es geht auch um eine Einstellung zum Thema. Wo andere Angst machen, da glauben wir, wir brauchen ein Klima auch der Innovation, weil es nur mit technischem Fortschritt gehen wird, diese Menschheitsaufgabe zu bewältigen. Ich war gerade in den USA einen Monat und ich habe dort unter anderem mich unterhalten mit einem Berater von Präsident Obama, der beschrieben hat, wie die amerikanische Regierung während der Klimaschutzverhandlungen in Paris beschäftigt war. Da musste nämlich jeden einzelnen Tag während der Klimaschutzverhandlungen in Paris musste der indische Premierminister angerufen werden und davon abgehalten werden, aus den Klimaschutzverhandlungen auszusteigen, weil er Angst hatte, dass internationale Klimaschutzverhandlungen nur dem Westen nutzen und den Schwellenländern, Ländern wie Indien, China und anderen, ihren fairen Chance auf Wohlstand nehmen. Und deshalb muss eines ganz klar sein: Klimaschutz muss kompatibel mit dem modernen Leben sein. Wer glaubt, angesichts des weltweiten Wachstums der Mittelschicht, dass wir wollen, zum Beispiel Leuten persönliche Flugbudgets vorgeben zu können, wie die Grünen das wollen, der ist auf dem Holzweg. So wird es niemals internationale Akzeptanz für Klimaschutz geben. Die brauchen wir aber. Und deshalb gibt es nur eine Lösung, und die ist technische Innovation. Und deshalb müssen wir uns auch denen entgegenstellen, die in Wahrheit Klimaschutz im Munde führen, aber in ihrem Herzen Skepsis gegenüber der Marktwirtschaft haben. Und das ist der letzte Punkt, den ich berichten will, was man auch bei dem Parteikonvent der Grünen vor 2 Wochen hören konnte. Ich zitiere: Da sind Sätze gefallen auf offener Bühne bei dem Klimaschutzkern, bei der Keynote zum Thema. Wir müssen aufhören zu wachsen. Wir können uns nicht durch saubere Autos aus der Krise herausproduzieren. Zitat. Ja, liebe Freie Demokraten, doch, wir können und wir müssen, weil eine andere Lösung wird es nicht geben, wenn wir glauben, dass Verzicht, dass Abkehr von modernem Leben der Weg zum Klimaschutz ist, dann wird es dafür niemals demokratische Mehrheiten geben. Hier nicht und erst recht nicht global. Und deshalb wollen wir... Deshalb wollen wir weg von der Logik des Verzichts hin zu einer Logik der Innovation. In einem Satz, wir wollen erfinden statt verhindern. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Beratung und dann einen Beschluss heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.